Rosenmontag vor 2 Jahren. Ein trauriges Bild auf den Duisburger Straßen. Leergefegt. Nur ein paar vereinzelte Karnevalisten und Überbleibsel vom Wochenende erinnern an die Festlichkeiten, die in Duisburg sonst gang und gäbe an Rosenmontag sind. Eine Sturmwarnung wurde zum Spielverderber und der Rosenmontagszug, das Highlight der Karnevalszeit, abgesagt. In diesem Jahr wird aber alles anders. Die Straßen werden wieder bunt und voll. Die Wettervorhersagen versprechen einen der Stimmung hoffentlich entsprechend sonnigen Rosenmontag. Zwar sonnig, aber kalt wird es. Da heißt es für alle Feierwütigen, die richtigen Vorkehrungen treffen. Ja, wenn ich dann rausgehe, werde ich mich wohl etwas wärmer anziehen. Das bringt die Witterung dann wohl so mit sich. Dicke Jacke, Handschuhe und die Kinder warm einpacken. Ja, natürlich. Warmes Kostüm für draußen und dünneres Kostüm für drinnen. Also dick einpacken und dann kann auch nichts mehr schiefgehen. Wer noch nicht das passende Kostüm gefunden hat, schnell ab zum Verkleidungsverkäufer seines Vertrauens. Wir hätten da noch ein bisschen Inspiration für Sie. Was macht für euch so ein gutes Karnevalskostüm eigentlich generell aus? Es muss wettertauglich sein, egal ob es wärmer, kälter, nass, regnerisch, was auch immer. Das muss halt einfach passen. Es muss auch schnell an uns ausgezogen werden für Toilette. Und in der ordere kölsches Blut leben Herr Jotston. Also was seid ihr denn verkleidet, ihr beiden? Ja, als Saturn und... Ich habe mir Gedanken gemacht, was kann ich heute machen, und da habe ich mich hingesetzt. Eine Stunde, zwei im Keller, mal gefühlt, was ich so alles da drin habe. Und dann habe ich mir einfach einen Karton genommen, den abgeklebt und jetzt bin ich Ghostbuster. Mit diesen Tipps sollte einem gelungenen Rosenmontag nichts mehr im Wege stehen. Doch ob Kostüm oder nicht, völlig egal. Hauptsache, sie bringen gute Laune und Partystimmung mit. Denn Karneval ist schließlich nur einmal im Jahr. Da tut Kummer trinken.